Der Unfallmechanismus bei einer Schlüsselbeinfraktur ist die indirekte Einleitung einer Gewalt in das Schlüsselbein. Der Sportler stürzt auf den ausgestreckten Arm und die Kraft wird dann via Arm in das Schlüsselbein übertragen. Es kommt dazu in einem Bruch. Ist der Dislokationsgrad nicht sehr groß, kann man es konservativ behandeln, mit dem großen Nachteil, dass das recht lange dauert, es vermehrte Knochenbildung gibt bis zu richtigen Knuddeln. Deswegen wird häufig heute empfohlen, das operativ stabilisieren zu lassen, wie in diesem Falle mit einer Platte, wo der Sportler dann quasi nach der Wundheilung, das sind 10 Tage nach der Operation, schon anfangen kann zu üben. Und er kann theoretisch, wenn er nicht gerade drauf fällt, gleich wieder sportlich aktiv werden.